Los. So, meine Schweinebacken, willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Let's Play Together Supreme Commander Forged Alliance. Wir spielen 2 gegen 2 in der FAF Lobby. Der Johnny und ich, wir spielen gegen den Mr. Knister und gegen den Zarax Christian Cillion. Piece of Isis. Ja. Er ist drin. Ja, ich wollte gar nicht Schweinebacken sagen, sondern Schweinebärchen, ne? Schweinebacken. Ja, Johnny, bitte geh nach ganz vorne. Never mind, der Johnny läuft schon. Na, 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 na. Ich liebe Deutschland. Ja, bei uns sagt hier gerade kaum einer was, ne? Commander under attack. Commander under attack. Thank you.
under attack. Commander under attack. Aber bin ich dumm? Commander under attack. Das ist natürlich jetzt scheiße. Was ist denn bei dir passiert? Wir haben meinen Strom platt gemacht. Dementsprechend habe ich jetzt keinen Strom mehr. Bei dir auch. Ja, aber mir ist mein Strom noch nicht kaputt. Nicht in dem Stil. Das ist halt scheiße. Kann man die Masse ausschalten? Hat mich jetzt richtig gefickt, ey. Kann das sein, dass dadurch, dass du Stromprobleme hast, du mich auch da... Ja klar, du ziehst mich damit auch runter, ne? Weil ich hab mich... Ich wundere mich total. So schlecht... Stand ich eigentlich nämlich gerade nicht da.
Ja, echt schwer. Ich muss hier 8 Strom bauen, um überhaupt hinterher zu kommen. Hey Johnny, Mann, der ist da hinten reingelaufen. Ich sag's doch, du kriegst Besuch. Wann hast du das denn gesagt? Naja, ich hab mich aus Versehen gemutet. Das hast du doch gar nicht ge... Oh Mann! Ja, bleib mal locker. Der sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Du kriegst doch gar keine Probleme. Ja, das Spiel kann man abhaken. Das Stromproblem, was der da oben an T1 gerade aufgezogen hat, das Stromproblem... Ich hab 500, ey, ich hab so viel. Ja, aber nein, warte, lass mich doch mal ausreden. Das Stromproblem hat uns zu lange runtergezogen. Dadurch musste mich jetzt nur auf Strom gerade konzentrieren. Ich will einfach gerade sagen, guck mal, was der da oben hochgefahren hat. Ja, gut, aber... Versuch mindestens noch irgendwie ein bisschen rauszuholen. Auch Verteidigung schon auf. Ja, toll. Ich mein Commander ist gleich verlieren, wenn das so weitergeht. Der Rote kommt da unten nämlich auch schon. Du bist doch Der ist zu blöd, komm zu mir. Ich hab hier voll viel Abwehr. Commander under attack. Guck mal, der macht's einfach weiter, der Idiot. Der blöd. Hat nur noch 6000. Jetzt hat er sich gerettet. Vielleicht auch nicht. Der Gelbe, das Spiel ist aber auch nicht mehr so ganz normal, ne? Reiner Tech 1 Spam. Bin ich schon mal gespannt, was der jetzt dagegen noch machen will.
Ja, der baut da jetzt auf, bis zum geht nicht mehr, aber. So leicht wird das nicht, mein Freund. Alter, was machen die? Was fahren die da unten auf? Was? Wie viel? Ich hab keine Ahnung. Buddy joined your channel. Guten Tag, mit dem Mai. Schön, dass du auch in mein Let's Play reinkommst. Hallo YouTube. Darfst du auch mal, oder? Einmal ist besser als keiner. Guck mal, der eine ist da oben. Fahr mal hier drüber, ich will mal sehen, was hier ist. Guck mal, der andere ist hier. Aber halt unter einem Schild. Ja, leider. Ich mach die ganzen Dinger von Weitem kaputt. Sag doch, dass du vorgehst. Ja, ich will ein bisschen spielen. Guck mal, der verpisst sich schon. Der Knister ist sehr weit vorne. Ja, ich schieß den auch die ganze Zeit hier an. Oh,
Oh, der andere Typ, der Weiße, der Gelbe ist hier oben. Ich weiß. Guck mal, was ich da oben extra hinten verstecke schon. Und ich bin gerade auf Luft T2 gegangen. Du brauchst noch so ein paar Einheiten dazu, ja genau. Komm, lass mal auf diesen gelben gehen. Warte noch, gib mir noch 4-5 Bomber, okay? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die nicht wissen, dass ich meine Armee da oben sammle. Der Schraffen, die ist wirklich schwisch. Weil ich will meine Armee oben haben, damit ich jederzeit von oben aus angreifen kann. Ja? Achtung, da kommt wieder was auf dich zu. Ja, und eine Armee von vorne, die auch noch von vorne mit angreifen kann. Ist ja nix. Ey, noch 3 Flieger, dann habe ich 10 Tech 2 Bomber. Das könnte für den ersten Angriff reichen, womöglich. Ich baue jetzt auch schon Tech 2. Dann gehen wir einfach direkt auf den gelben. Weil der gelbe ist mehr das Problem. Der andere zieht sich schon zurück. Ich habe jetzt 10 Tech 2. Ich könnte jetzt einfach mit denen drauf gehen und gleichzeitig von oben aus angreifen. Und dann von vorne. Und wir von frontal, okay? Okay. Bereit? Und los. Und los. Wahrscheinlich hat er ein Schild. Davon müssen wir ausgehen. Sogar ein Tech 3 Schild. Ein Tech 3 Luftabwehr. Ein Tech 3 am Boden. Das Schild kaputt machen bitte als erstes. Schild ist kaputt. Der hat aber mehrere Schilder. Ich habe alle kaputt gemacht. Ja, jetzt ist er tot. Ja, wird knapp, Johnny. Nee. Johnny ist wie ich, der dachte mir, der ist tot, obwohl er nicht tot ist. Guck mal, er hat sich schon wieder aufgewertet, der Typ. Der ist bei 7000, der macht halt ein... Tschüss. Jawohl. Okay, jetzt schnell alles wieder zurückerobern. Am besten oben lang. Krass, ey, das, muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich nicht erwartet hier gerade, dass wir das noch so.
Vielleicht... Oh, der kommt hier rüber. Hast du Luftabwehr gebaut? Ja, aber nicht so viel. Scheiße. Ja gut, aber so viel sieht er mir nicht ab. Nur mein Strom macht er mir blatt. Kümmer dich nicht drum. Okay. Ich hab Luftabwehr gebaut, aber das hat nicht gereicht. Okay, er kommt da unten. Kann sein, dass du mir ein bisschen helfen musst, gell? Das da ist Take 1, damit kommst du schon klar. Ah, guck mal, der ist hier unten. Ohne Luftabwehr. Ich schick grad alles los. Tausendeinhundert hat er noch. You were moved. Ah, guck mal, der macht grad wieder. Und was haben wir gelernt? Niemals aufgeben. Die niemals gedacht. Ja, überraschend. Da kam aber auch nichts. Kam aber auch nichts aus der Luft oder so. Und der Mr. Knister spielt hat überhaupt nicht T2, sondern einfach direkt T3. Es war verwunderlich, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das war vielleicht auch sein Problem, dass er zu früh auf Tech 3 gegangen ist. Könnte auch sein. Gucken uns mal die Punkte an und die Punkte sagen, krass, habe ich viel Masse gehabt. Über Walle, ne? Nach 7 Minuten T3. Ich hatte am wenigsten Masse. Ich hatte am wenigsten Wasser gehabt, ja. Und Energie. Und trotzdem bin ich geschwommen, ey. Aber auch am wenigsten verloren. Aber auch wenigsten gebaut. Aber am meisten Kills. Ja, schön. Ja, wenn sonst nichts geht, muss man halt Verteidigung bauen. Alles klar, und in diesem Sinne, tschüss. Dahin.